Hast du dich mal auf die Suche? Genau, viel Spaß. Oh nein, das habe ich letztes Mal schon 4 Folgen lang gemacht. Oder noch länger, ich weiß es nicht mehr. Da kamen sehr geile Szenen dabei raus. Oh ja. Ja. Das mit dem Zombie, oh, sehr geil. Das war heute, glaube ich, die Folge. Ja, wie macht man nochmal Bricks? Wie macht man nochmal Bricks? Mit der Schüssel, ne? Diesel. Haben wir noch eine Schüssel? Ich glaube nicht, aber unten ist noch, ist das Rezept. Eine Schüssel kann man nicht einfach so machen. Die muss man. Genau. Die muss man rezepten. Haben wir keine unten mehr hängen? Wir haben nur eine gehabt, wo ist die denn hin? Die hab ich kaputt gemacht. Oh. Ich leg mich schon mal ins Bett. Und ja, ich habe keine neue gemacht. Also oh, dann gehen wir alle ins Bett. Gehen wir ins Bett erstmal. Alle schlafen jetzt. Dann machen wir hier noch eine Schüssel. Ja, Mann, Schüssel, Dizzle, Sekunde. Schüssel, Schüssel, Dizzle. Pizzle, Dizzle, Pizzle, Schüssel. Oh yeah. Schüssel, oh yeah. Schüssel. So, dann brauche ich einen Barren und mach den erstmal warm. Mm. Dann brauche ich Holz. Ist ja nicht, als hätten wir keine Barren. Hahaha, witzig. Ja, das, wenigstens das haben wir. Ja. Ach ja. Ich hab ein Spider-Ei. Kann man damit irgendwas Tolles machen? Spider-Ei! Braten Spider-Ei! Wie habt ihr euch eigentlich so eine Lederrüstung gemacht? Die krieg ich, kann ich nie machen. Du nimmst einfach Leder, ja, und genauso wie immer. Rüstung. Ja, du hast doch von der Kuh schon bestimmt ein bisschen Leder. Ja, hab ich. Haha, du bist da reingefallen. Haha, Cat, haha, ich hab's genau gesehen. Hallo, na? Oh man. Ich geh mal. Oder der Rio könnte mir eine Schüssel herstellen, dann kann er wenigstens mal sehen, wie man schmiedet. Was kann ich machen? Nee, ich lass mich, ich mach schon selber. Metall in Form. Ist nichts drin in Metall in Form. Achso, die Kiste. Ich hab voll viel Raw Pork Chop und Raw Unshaped. Beef. Unshaped. Haben wir nicht schon was Geshapedes? Ich hab einen Geshapten im Inventar, wenn du den haben magst. Bismut, ich hab. Wir haben doch eigentlich schon Geshapedes Metall gehabt. Eigentlich schon. Ah, das ist bestimmt irgendwo hier in der Schmiede wahrscheinlich. Ah ja. Ne, ist unshaped. Hm. Und hier? Wie facht man das unshaped Ding hier an? Wie macht man das Feuer an? Ja, mit einem Anzünder? Ja. Du musst Holz drin liegen, damit das angeht mit dem Anzünder. Ah. Liegt kein Holz drin. Okay, ja, weil ich das Holz gerade wieder rausgenommen habe, weil ich nicht wollte, dass hier irgendwas explodiert, während ich weg bin oder so. Eieiei. Kann ja alles passieren. I don't know. Eieiei. Eieiei. Achso, das hatten wir ja gar nicht mehr. Gibt's das nicht mehr? Hast du das gelassen? Unshipped. Was? Hast du das jetzt gelassen? Ja, wir haben jetzt Lehm. Ja. Lehm. Wollten zumindest die Abonnenten so. Ich bin da noch nicht so für. Lehm, ei. Wenn ich ein warmes Porkchop esse, kriege ich dann Salmonellen? Also ein warmes Raw Porkchop. Nein. Ich brate das jetzt einfach mal. Eileben, ist das von Apple? Ja. Um mich hier damit vertraut zu machen. Eileben. Eileben. Wie war das? Das Unshaped, das muss dann liquid werden oder nur very hot? Nur very hot. Ja, liquid ist kacke, ne? Liquid ist kacke. Ja, liquid ist kacke. Liquid ist kacke, das klingt falsch. Das klingt wie, Liquid kacke. Wie durch Schlüsselloch kacken. Habe ich auch schon gemacht. Macht aber nicht so viel Spaß. Ne? Das sieht aber an der gegenüberliegenden Wand gut aus. Acht. Ups. Ich habe jetzt very hot, so. Wo bist du denn gerade? Ich bin in unserer Schmiede. Achso, wir haben eine Schmiede? Ja. Ja. Interessant. Danke, wir haben eine Schmiede. Jetzt habe ich ein Shaped Ingnet. Hat Fee eine Schmiede gebaut? Ja, Fee hat ein bisschen gebaut. Nachts, naja, gebaut, gesuchtet. Draw Hit. Nachts? Ja, einfach nachts. Nach der Aufnahme habe ich einfach gesuchtet. Draw und, Hit naja. Hit. Ja, ich habe doch alles richtig gemacht. Das Scheiße. Kam dabei raus. Ah, Band. Krass. Draw Hit Hit. Ja, da habe ich einen Schüssel. Hit. Nicht gut, aber... Ja, genau. Was, wo bist du denn? Ja, Schmieden ist nicht ganz so einfach. Das muss man erstmal üben, ne? Das ist wahr. Jetzt habe ich keinen Sticks mehr, habe ich alle rausgeräumt. Oh, ich bin so ein Depp. So, wo habe ich es denn hingeräumt? Irgendwo in Holzsachen, ne? Holz da. Ah, das Mensch, ob es wohl schneller braten würde, wenn man Hickory oder so reinmachen würde? Oder hier dieses... Es gibt Holz, das heißer wird als andere. Ja, richtig. Hickory, glaube ich, oder so. Das habe ich gesehen.
Und Holz, das auch direkt kaputt geht und sowas. Ja, White Cheddar zum Beispiel. White Cheddar, das geht schnell kaputt? Ja. Was, Cheddar-Käse? Das ist das Weiße, woraus wir unser Haus bauen. Meinst du, warum wir das Haus daraus bauen? Weil das nämlich schnell das beim Heizen kaputt geht. Echt? Scheiße, ich heiz gerade mit White Cheddar. Ah. Nimm lieber was anderes. White Cheddar sind die Bäume, die hier unten um unser Haus rumstehen, ne? Das ist quasi, damit wir unser Haus weiterbauen können. Ach so. So, Wäre doof, dass ich damit jetzt gerade heize. Naja. Naja, Rio, komm schon, egal. Brennt trotzdem. Was kostet die Welt, Rio? Ich nehme die Hälfte. Ich weiß immer noch nicht, wie man Treppen macht. Ich will Treppen machen, Mensch. Ja, ich hab das schon im Tutorial gesehen, aber bei uns klappt das nicht. Also, das ist genauso wie bei den normalen Sachen, wie man normale Treppen macht, ja? Ja. Ich hab's auch versucht, aber es funktioniert einfach nicht. Ich habe ein Spider-Eye. Spider-Eye, Spider-Eye. Spider-Eye. Macht, was immer ein Spider-Eye macht. So, jetzt werde ich mal. Wobei hier Sequoia und so eigentlich auch nicht so lange so lange hält. Also da macht sich das White Cheddar noch ganz okay. Ich verbrenne mal Ash. Hoffentlich hat er sein Pikachu nicht dabei. Oh Mann, ey. Man. Oh Gott. Bei mir kam heute Toy Story 3 an. Ich will überlegen, ob ich mir das heute noch reinziehe. Ich muss mal morgen früh wieder aufstehen, aber. Toy Story 3. Musst du morgen arbeiten? Ja, ich muss morgen arbeiten. Ich komme aus Berlin, wir sind ungläubige Heiden und wir haben keine... Ich muss auch. Du wohnst im falschen Bundesland. In Schleswig-Holstein sind wir auch alle... ungläubige Heiden. Also Hamburg, Schleswig-Holstein. Das, das sowieso, ihr betet nur den Fischgott an. Ja, richtig. Ich finde es so gut, dass ich im richtigen Bundesland arbeite. Naja, also ich brauche das Geld. Hä? Naja, wieso? Gut, ein Tag mehr im Jahr, whatever. Was, wieso? Ist morgen nix oder was? Was morgen nichts? Wie ist morgen nichts? Was? Was willst du jetzt? Also ich esse morgen schon was. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Aber morgen meine Top-Model-Tage habe ich jetzt auch nicht. In fünf Bundesländern in Deutschland ist morgen Feiertag. Okay. In Hessen zum Beispiel nicht. Okay, gut. Dann habe ich es nicht falsch verstanden. Also ich muss morgen in Uni. Aber in Rheinland-Pfalz. Ach so. In Rheinland-Pfalz. Nein, ich wohne in Rheinland-Pfalz. Aber in NRW ist auch Feiertag und da arbeite ich. Die paar Meter ist schon ein neues Bundesland. Oh Gott, wo wohne ich denn? Die paar Meter. Ja. Die paar Meter erfährt man also mal einfach so eine halbe. Du musst das so vorstellen. Ich habe morgen frei, also ich wohne auch in einem Bundesland, was morgen frei hat. Und ich muss nur 3 Minuten fahren und kann trotzdem einkaufen sein, weil bin ich im Bundesland, was nicht frei hat. Ah, ja. Dafür musst du jeden Tag pendeln. Oh ja, jeden fucking Tag. Wie lange bist du da unterwegs? Insgesamt 3 Stunden, ein bisschen mehr vielleicht. Was? Um da hinzukommen? Nicht was. Naja, beide Strecken. Ach, ich dachte schon. Ungefähr 3 bis 3,5 Stunden mehr. Ich brauch 4. Ich brauch 4 Stunden. Auch man denkt immer, in Berlin kommst du schnell überall hin, aber Arschlecken. Ja, auch wenn du einmal durch Hamburg durchfährst, dann fährst du fast 1 Stunde mit dem Auto, um da einmal durchzufahren. Berlin genauso, nur da fährst du fast 2 Stunden, um da einmal durchzufahren. Richtig. Wer ist hier gerade runtergefallen? Ich? Na aber. Jetzt aber. Jetzt nimmst du aber die Beine in die Hand, mein Freund. Wie baust du denn eigentlich diese komischen, Was willst du? Wie baust du die Steine hier so hin? Welche Steine? Die Holzklötze. Welche Holzklötze? Die du dahin baust halt. Ich baue gerade keine Holzklötze, ich baue gerade Steine. Was willst du jetzt von mir? Die hier für das Haus. Pass auf, du hast... im Moment hast du Stämme. Jetzt geht's los. Aus den Stämmen machst du Bretter und aus den Brettern kannst du diese Blöcke machen. Genau. Es ist ganz einfach. Aber wenn du Holz, Dingens hast, wie heißt es, Stämme, tu dir einen Gefallen und benutze eine Säge, um die zu zerlegen. Benutz keine. Ja, die Säge habe ich aber gerade. Wenn du die haben willst, da unten sind doch genug Sägen. Ich habe doch ganz viele gemacht. Ja, gut. In der Schmiede. Weil dann hast du nämlich 4-mal so viel Holz. Richtig. Ah, ich habe mir gleich viel Fleisch gekocht. Ich fühle mich so nützlich. Ja, Rio wird einfach unser Koch, genau. Kommt mir gar nicht so an. Das ist irgendeiner eine muss das sowieso Aufgabe. Machen. Ich mach's nur, weil ich gerade das Feuer nicht verschwende. Irgendwer muss es doch machen.
Was übrigens ganz schnell geht, ist Fackeln machen. Das ist rein und direkt die Fackel rausnehmen. Ich bin der Fackler. Ja. Grillfackeln. Da werden wir wieder beim Kochen. Da fackelt er nicht lange. Ja, genau, Grillfackeln. Grillfackeln, gut. Ey, das ist meine Etage, Kat. Guck mich doch mal um. Willst du über mir wohnen? Ja. Noch ein Block, noch ein Block, noch okay. Ein Block, noch ein Block. Hier geht's nach oben. Da musst du rüberspringen und dann kannst du nach oben gehen. Und wenn ich runter will, dann stürze ich mich in den Tod. Ja, dann ich. Das können. Du musst einfach hier runterspringen. Wie gut, dass ich hier, absolut das Dach, kein Holz dabei habe. Du kannst vorne über das Dach gehen, was ich gerade gebaut habe. Könnte trotzdem wehtun. Nee, dann springst du auf den Zaun. Okay. Ist ja perfekt. Ach, weil wisst ihr, was voll kacke ist? Aber das was? Habt ihr wahrscheinlich schon selber bemerkt, dass man einfach nicht hier irgendwie so 10 Sticks reinpacken kann und dann sagen kann, Alter, hier, gib ihm. Was? Oh, krass, das nee. Geht nicht. Das geht. Fee, was machst du hier eigentlich? Was wird das hier? Ah, Fee, es gibt wie, was so wird Momente, das? Ne? Baust du gerade an deinem Haus? Wie baue ich gerade? Natürlich baue ich da an, hab ich doch gesagt. Aua. Ich mache jetzt kein Riesending dahin, ne? Keine Sorge, aber. Ist ja schon riesig. Wo ist die Kuh hin? Da oben. Wieso? Ich schlag die und die rennt wieder da hoch. Stirb! Ach ja. Stirb! So. Mein Freund quält gerade meine Katze. Au. Oh, okay, umgekehrt. Die Katze quält meinen Freund. Ach so. Na dann ist ja in Ordnung. Ja, dann ist ja alles. Die schlägt ihn manchmal, wenn er sie nicht streicheln will. Oder wenn auch wenn er es einfach vergisst oder gerade nicht dran denkt oder nicht riecht, dass sie gerade Bock hat, gestreichelt zu werden, dann schlägt sie ihn. Ja, so ist meine streichel mich, du Sau! Streichel ja. mich! Streichel mich! Machen einige Männer auch so, ja, wenn man vergisst, nein. Das sage ich jetzt. Nein! Jetzt wären wir wieder beim Hobbybläsern. Ach, das vergesse ich nicht. Ins Bett, Jungs, ins Bett! Ich werde da täglich dran erinnert. Was? Am Hobbyblasen oder was? Es gibt sowas wie voreheliche Pflichten. Voreheliche Pflichten? Ach, kochen, voreheliche ja, Pflichten. Ja, genau, kochen. Kochen und so. Kochen vor Wut. Voreheliche Pflichten. Danach muss ich mal googeln. Ja, das ist. Voreheliche Pflichten. Ha, irgendwie führt mich der Link auf YouTube. YouTube. Gute Nacht. Los, gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht, gute Nacht. Gute Nacht. Hat jemand meine Tür aufgehoben? Ich hab gerade eine Tür da unten geschmissen. Ja, ich, Entschuldigung. Brauchst du die? Schmeiß mal hin. Ja, ich brauch die noch. Das ist versauter, wenn so zwei Mädchen dabei sind. Ach, du bist hier oben. Schmeiß hier oben hin. Ist gut. Da. Ich meine, Bekannter war ja auch immer so drauf. Ja. Wie drauf? Also, Versauter, du bist so voreheliche Pflichten und so. Ja, wisst ihr, ich. Wobei jetzt bei ihr keine voreheliche Pflichten mehr sind. Richtig. Nee. Aber wir hatten auch voreheliche Pflichten vorher. Jetzt haben wir eheliche Pflichten. Ja, die Kinder versorgen. Genau. Kinder versorgen. Minecraft-WG spielen. Ja. Das ist das Wichtigste. Minecraft-WG darf man nicht vergessen. Warum ist denn das hier so eine große Schlucht? Das sieht ja aus wie die Minen von Moria hier. Ja, habe ich mir auch schon gedacht, letztens. Das Kirby, sind die Minen von Moria. Du kommst nicht vorbei! You shall not pass! Hm. Jetzt wechseln wir auf den Bart. Das ist viel cooler. Ich brauch Schafe den ganzen Tag. Ich brauch Schafe, weil ich gute Nacht. Bismut. Geh weg, Bismut. Wenn heute Abend jemand Schäfchen zählen will, ne? Ich hab eins, ein Lamm gegessen. Es fehlt eins. Hat jemand gerade so. Schafe! Schafe! Gibt's eigentlich sowas wie eine Schere für Schafe? Ja, du kannst ja eine Schere machen, aber das kostet dich was. Hier ist Höhlensound. Du willst nicht wissen, was? Doch, ich wollte eigentlich jetzt wissen, was. Ja, ich habe schon gesehen, was das alles kostet. Das, was wir im Moment noch nicht machen können, weil wir nicht das richtige Metall gefunden haben, die richtigen Rohstoffe. Was denn? Was denn die Höhle? Männlichkeit? Höhle? Ach, hier. Höhle. Mensch, da ist der Speer voll an deinen Augen vorbeigeflogen. Ist ja großartig. Ah. Hi. Was tust was, du? Ich wollte nur mal Zielübung machen. Ich wollte gucken, ob man einen langen, geraden Gang mit dem Speer schmeißen kann. Also ja, es funktioniert. Ach, das aber war das Geräusch von vorhin. Ja, das hast du so rückgeguckt. Seid ihr unten? Wo seid ihr denn? Unten in unserer Mine oder was? Ja, ich bin gerade runtergegangen. Eigentlich wollte ich er versucht, mal mich umzubringen. Gar nicht. Der Rio weiß. Rio, bau doch mal dein Haus, dein Stockwerk. Ja, oder so. Ich bin ja gerade wieder am Hochlatschen. Ich muss erst mal gucken, wie man Holz macht. Caro hat auch noch kein Stockwerk gebaut. Das ist ja in Ordnung.
bin aber nicht Caro. Ich bin Reo, verdammt. So, jetzt brauche ich Bücher. Ich will Bücherregale haben. Reo, verdammt. Mein Gemächt braucht ein Stockwerk. Ja. Aha. La 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 la. Ich brauche vielleicht auch mal einen Raum, wo ich vorehrliche Pflichten machen kann. Bin nicht so versau wie du, Lululu. Was? Lulu, ich bin nicht versaut. Oh fuck, ich bin runtergefallen. Bin wieder oben. Fee, dein Dach ist total nervig hier. Wie mein Dach? Das stört in meinen Stockwerk. Du hast so Glasbausteinkasten. Ja, finde ich geil. Ich nicht. Ja, aber das stört mich. Das ist mir völlig egal. Haben wir TNT? TNT! Jetzt oder nie? Wir haben kein TNT. Okay. Haben wir. Nein! Dann, warte mal, dann schmeißen wir mit Stein. Vielleicht treffe ich das Fenster. Der ohne Sünde ist, ja, schmeiße den ersten Stein. Geht nicht. Hey, over! Jedes Glas, das kaputt machst, machst du nur. Demo! Nieder mit dem Stein! Nieder mit dem Stein! Dach hat der. Ich meine Dach. Jeder mit dem Dach. Okay. Gibt's irgendwas?